Zeige ich euch, wie man ein Elektrowerkzeug repariert. Und zwar haben wir hier eine Flex vom Bosch, die ist relativ neu, noch nicht so oft gelaufen. So läuft der Flex. Winkelschleifer heißt das. Und jetzt zeigen wir den auch, das ist schon Black & Decker, die ist schon ein bisschen genutzt. Die Fliese und so weiter, nicht arg lang, also Betriebsdauer ist gering, aber da sieht man, wie sie dahin schnackert. Hier diese Funkebildung. Und da ist schon, da sind so Kohlen drin. Und hier müssen wir die Kohlen tauschen. Das machen wir jetzt mal. Die Kohle, also die Maschine muss man ja jetzt in Zeiten von Bio, von Klimawandel, müssen wir die Maschine nicht wegschmeißen, sondern und auch nicht recyceln. Sondern wir müssen hier nur die Maschine auseinanderbauen und dann hier hinter diese kleine Kohle ändern. Dazu öffnen wir mal die Schraube hier, da wo es rausfunkt. Wir stecken natürlich das Kabel aus. Schraube gut aufheben, die braucht man nachher wieder. So, und hier unten sieht man jetzt dieses laufende Teil, also das ist halt gerade recht, wenn ich hier mal lang fahre. Sobald ich vorne die Scheibe drehe, sieht man, wie innen der Motor läuft. Und entlang von diesem Motor, innen drinnen, da ist jetzt hier hinter, hier innen drinnen sind solche Federn, ja, da haben wir sie auch schon. Tja, und jetzt hätte ich gesagt, die sind natürlich schon am Arsch, sind sie noch gar nicht. Das heißt, die muss ich nur weiter nach vorne drücken, weil die geben, die liegen nicht die ganze Zeit nach vorne an. Das ist der einzige Grund, die sollte wesentlich länger sein. Also fahre ich heute nicht zum Baumarkt oder ich gucke nachher zum Baumarkt und gucke, wo es da lange Teile gibt. Oder ich schiebe den einfach weiter nach vorne, weil der drückt ja nicht ganz runter. Dann habe ich noch mal ein bisschen Karenzzeit. Sonst der ganze Rest ist noch okay. Also im Baumarkt gibt es diese Ersatzteile nicht. Da war ich gerade eben. Das heißt, man muss ins Internet reingehen und die Teile für 1 € bestellen. Versand kostet wahrscheinlich 3 €. Aber immerhin noch besser, als dass man das Zeugs einfach wegwirft. Also wenn es die Dinger nicht gibt beim Baumarkt, dann muss man sie halt wieder reinbauen. Dann man bestellt sie dann übers Internet und dann kommen sie wieder rein. Und leider kann man die Teile auch nicht strecken, weil da innen das Verbindungskabel ist. Sonst würde die ja einfach so funktionieren, aber man kann sie einfach jetzt übernehmen. Gucken wir uns mal an. So sieht der Elektromotor aus. Ist ja was, was uns die ganze Zeit interessiert. Einfach wieder zusammenbauen, Schraube rein und das ist bei alle Geräte gleich, bei nahezu alle Geräte, weil die alle eine Stiftkohle drin haben.